Plattfische der Kieler Bucht während einer vierstündigen Bootstour geangelt. Während die Bestände anderer Fischarten stark zurückgehen, ist der Plattfisch noch mit gutem Gewissen zu beangeln. Flunder, Klische und Scholle sind inzwischen Zielfisch Nummer 1 bei den meisten Ostsee-Meeresanglern. Thema in diesem Video ist der Plattfisch der deutschen Ostsee, Arten, Unterscheidungsmerkmale und Tipps für Angler. In weiteren Videos zeige und baue ich die erfolgreichsten Plattfischmontagen. Die deutsche Ostsee reicht von Flensburg über die Kieler Bucht zur Insel Fehmarn, die Lübecker Bucht, dann Mecklenburger Bucht, über Rügen bis zur polnischen Grenze bei Usedom. Also ein Küstengebiet von etwa 2200 Kilometer, das zum größten Teil dem Angler zur Verfügung steht. Plattfischarten wie Flunder und Klische gehen dem Angler beim Brandungsangeln und Angeln von der Seebrücke aus an den Haken. Wer gezielt Scholle angeln möchte, muss mit dem Boot die etwas tieferen Regionen, so bei 6 bis 10 Meter, aufsuchen. Wer Glück hat oder die Hotspots kennt, der kann auch Stein- und Glattbutt angeln. Selten werden Seezungen gefangen, sie sind Bestand der westlichen Ostsee. Ich werde hier nur die markanten Unterscheidungsmerkmale erläutern. Wer es wissenschaftlicher haben möchte mit zusätzlichen Infos, der schaut sich die PDF-Datei zu diesem Video an. Der Link steht unter der Beschreibung dieses Videos. Oder googelt einfach unter Perfekt Angeln Plattfische Deutsche Ostsee PDF. Oftmals ist es schwierig, die Flunder von der Scholle zu unterscheiden, weil die beiden Arten sich untereinander paaren können. Es entstehen Mischlinge. Das Foto zeigt eine eindeutig erkennbare Flunder. Hier gibt es keinen Zweifel. Mischlinge können so aussehen. Rötliche Flecken wie bei einer Scholle, aber auch Merkmale einer Flunder. Welche Art der Fisch zuzuordnen ist, kann durch Abzählen der Flossenstrahlen herausgefunden werden. Das habe ich in diesem Beispiel mal gemacht. Die Scholle hat 65 bis 79 Rückenflossenstrahlen. Der Fisch auf dem Foto hat weniger. Die Scholle hat 48 bis 59 Strahlen in der Afterflosse. Das Foto zeigt weniger. Also eindeutig eine Flunder. Die markantesten Unterscheidungsmerkmale einer Flunder sind: Seitenlinie ist nur leicht geschwungen, Knochenhöcker entlang der Seitenlinie, eine leicht kantige Rücken- und Afterflosse, Durchschnittsgröße 20 bis 35 cm, kann aber auch 60 cm werden. Als einzige Art kommt die Flunder auch im Süßwasser zurecht und dringt tief in die Flüsse und Ströme ein und wird dann auch zum Beispiel Elbbutt oder Weserbutt genannt. Die Vermehrung geschieht aber nur im Salzwasser. Die Flunder wird auch Struffbutt genannt, die in der Nordsee nur Butt. Durch die Knochenhöcker, hauptsächlich entlang der Seitenlinie, fühlt sich die Flunder ziemlich rau an. Man kann sie gut halten und flutscht nicht aus der Hand. Die Klische hat keine Knochenwarzen, so wie die Flunder, sondern winzig kleine Schuppen.
Die Seitenlinie ist stark geschwungen, keine Hautdornen entlang der Seitenlinie, Rücken und Afterflosse abgerundet. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Wer Scholle als Zielfisch bevorzugt, der sollte mit dem Boot Regionen bei etwa 8 Meter Wassertiefe aufsuchen. Die Scholle liefert oftmals einen kampfstarken Drill und heftige Bisse bei Beißlaune. Wie bereits erwähnt, kann es zu Mischlingen mit der Flunder kommen, die sich fortpflanzen können. Durchschnittsgröße 25 bis 50 cm, maximal 95 cm und 7 Kilo schwer. Schollen kommen nicht im Süßwasser vor, zieht also nicht wie die Flunder in die Flüsse. Was bei der Scholle sofort ins Auge fällt, sind die mehr oder weniger ausgeprägten roten Flecke. Sie kann unterschiedliche Brauntöne haben und wird daher auch als Goldbutt bezeichnet. Hauptunterscheidungsmerkmale: die Seitenlinie ist nur leicht geschwungen, 4 bis 7 Hautdornen hinterm Auge, Rücken und Afterflosse abgerundet und rötliche Flecke. Entlang der leicht geschwungenen Seitenlinie befinden sich in der Regel keine Hautdornen. Auf der Grafik im Kreis erkennbar, Hautdornen nur hinterm Auge. Eine echte Herausforderung für Angler sind diese 3 Plattfischarten: Steinbutt, Glattbutt und Seezunge. Das Besondere ist nicht die Angeltechnik, nein. Es sind die Standorte der Fische in der Ostsee, die der Angler kennen oder suchen muss und dann immer wieder aufsuchen sollte. Denn die Fische sind standorttreu. Ohne Kenntnisse der Hotspots gibt es nur seltene Zufallsfänge. Bei der Unterscheidung gibt es selbst bei Jungfischen keine Probleme. Stein und Glattbutt sind sofort an die runde Körperform erkennbar. Steinbutt, aber auch Glattbutt haben eine stark geschwungene Seitenlinie und unterschiedlich große Flecken am ganzen Körper, sowie spitze kleine Zähne. Im Gegensatz zum Glattbutt ist der Körper des Steinbutts mit Hautdornen übersät. Am ganzen Körper Hautdornen bzw. Knochenwarzen. Durchschnittsgröße 25 bis 50 cm, maximal bis 1 Meter und 12 Kilo schwer. Der Glattbutt unterscheidet sich vom Steinbutt durch die deutlich erkennbare Krause am Beginn der Rückenflosse. Glattbutt fühlt sich nicht rau an. Er hat kleine glatte Schuppen statt Hautdornen. Der Glattbutt, auch Kleist genannt, wird nicht so groß wie Steinbutt. Durchschnittsgröße 25 bis 35 cm, Maximalgröße 80 cm und 8 Kilo schwer. Die Seezunge ist nur in der westlichen Ostsee heimisch und hat eine ovale, längliche Körperform. Hauptmerkmale sind ovale Körperform mit kleinem Maul. Seitenlinie ist gerade. Dunkler Fleck an der Brustflosse. Interessant ist die Brustflosse mit dunklem Fleck.
Mit der Brustflosse imitiert die Seezunge bei Gefahr das Petermännchen. Petermännchen sind giftige kleine Fische, die vom Raubfisch gemieden werden. Eine sehr schlaue Verhaltensweise der Seezunge. Außerdem können sich Seezungen farblich dem Gewässergrund anpassen. Durchschnittsgröße 30 bis 40 cm, maximal 70 cm und 3 Kilo schwer. Beim gezielten Angeln müssen kleine Haken der Größe 4 bis 6 genommen werden, da die Seezunge nur ein kleines Maul hat. Auch keine schwebenden Köder verwenden, sondern nur am Grund liegende Nachläufermontagen, denn die Seezunge steigt nicht auf. Hier eine Tabelle mit den Laich- und Fangzeiten. Laichzeiten und auch Laichplätze können sich je nach Wassertemperatur ändern. Eine Rolle spielen dabei auch Salz- und Sauerstoffgehalt sowie die Änderung der Strömungsverhältnisse. Bei den Fangzeiten unbedingt die Schonzeiten beachten. Auch ohne Schonzeit sollte während der Laichzeit nicht gefischt werden. Beste Köder zum Angeln sind bei fast allen Plattfischarten Wattwurm und Seeriegelwurm, wie diese hier. Stein- und Glattbutt bevorzugen aber eher Fischfetzen, Sandaale oder Kunstköder. Naturköder sind im küstennahen Angelshop zu erwerben. Okay. Das war's mal wieder. Im nächsten Video stelle ich die erfolgreichsten Angelmontagen für Plattfisch vor und gebe Tipps zum Bau dieser Montagen. Bis dahin, Petri Heil.